Moin. Die Honigmann-Nachricht Nummer 58 vom 2.4.2012. Damaskus. In der umkämpften syrischen Stadt Homs geraten Christen zunehmend unter Druck. Ein Bericht der Christian Post Washington zufolge haben militante Islamisten einen Großteil der Christen bereits aus der Stadt vertrieben. Vertreter der syrisch-orthodoxen Kirche sprechen sogar von anhaltenden ethnischen Säuberungen. Verantwortlich dafür sei die radikal-islamische Al-Faruq-Brigade, die auch Kontakt zum Terrornetzwerk der CIA, Al-Qaida, unterhalte. Ihre Mitglieder hätten schätzungsweise etwa 90% der Christen aus Homs vertrieben. Sie seien von zu Hause gezogen und hätten Christen gezwungen, also von Haus zu Haus gezogen und hätten Christen gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen. Es mehren sich die Signale einer zunehmenden religiösen Radikalisierung, wie nach und auch Asian News berichtete. Die von Asian News kontaktierten Quellen zeichneten ein Bild, das sich deutlich von der allgemeinen Medienberichterstattung unterscheidet. In Homs wurden zwei junge Männer ermordet, beide Familienväter, und zwar nicht von der Armee. Ihre einzige Schuld bestand darin, dass sie sich nicht an den von Rebellen verhängten Totalboykott beteiligten. Und was taten sie? Sie gingen zur Bäckerei, um Brot für sich und auch für jene zu holen, die nicht den Mut dazu hatten. Andere wurden von den Rebellen erschossen, weil sie zur Arbeit gingen. Die Opposition und Staaten der Arabischen Liga forderten den Rückzug der Armee. Die von Asia News zitierten Quellen versicherten hingegen, dass es nur dem Schutz der Armee zu danken sei, dass sich die Menschen noch einigermaßen frei bewegen könnten. Pater Mayas Abu, Rektor des kleinen griechisch-orthodoxen Seminars von Damaskus, berichtete von den Schwestern, dass er gestern von der Witwe des christlichen Märtyrers Nidal Abach kontaktiert wurde. Abach war vor kurzem von den Aufständischen ermordet worden. Am Telefon berichtete die Witwe Pater Abud, dass die Christen von Al-Qasir verzweifelt seien. Sie seien schutzlos der Willkür der Aufständischen ausgeliefert, also nicht der Armee. Es schützt uns niemand, das ist mein Testament. Sollte mir etwas zustoßen, vertraue ich Ihnen meinen Sohn an, kümmern Sie sich bitte darum. Wir alle sind von den Milizionären bedroht, vielleicht überlebt niemand. Aus Al-Qasir berichtete der Cousin von Pater Luca, des Kuraten von Nebek, dass die Rebellen sich als Gerichtsbehörde aufspielen. Sie kontrollieren auf offener Straße Personen. Befindet sich der Name der kontrollierten Person auf den Revolutionskomitees erstellten Listen, werden sie sofort erschossen. Sowas kennen wir doch aus dem letzten Jahrhundert, frühen 10er und 20er Jahren. In der Provinz Homs wurden bereits mehr als 230 Christen getötet und die Liste wird immer länger. Viele Christen werden entführt. Die Aufständischen verlangen meist 20.000 bis 40.000 Dollar Lösegeld je Person. Nochmal Syrien. Große Mengen israelischer und amerikanischer Waffen entdeckt. Wie German IRIB am Sonntag mitteilte, sind in Homs in Israel und USA gebaute Waffen entdeckt worden. Syrische Sicherheitskräfte stürmten ein Terroristenversteck in der Region Djola, Arayes in Homs und beschlagnahmten viele Waffen, auch moderne Kommunikationsausrüstung und Sprengstoffe wurden sichergestellt. Außerdem gestohlene medizinische Geräte, Krankenhausbetten, Sauerstoffflaschen und verschiedene Medikamente. Das meldete der syrische Fernsehsender. Konstantinopel. Die Freunde Syriens beabsichtigen, mit der Erarbeitung von Sanktionen gegen die aktuellen Behörden des Landes zu beginnen. Das wurde auf der Konferenz dieser Gruppe von Staaten in Istanbul beschlossen. Anschließend wollen sie die Maßnahmen dem US-Sicherheitsrat vorlegen und von ihm trotz allem die Erlaubnis für ihre Einführung erwirken. Freunde? Sehen so Freunde aus? Jetzt versucht die UNO in Syriens Annans Friedensplan umzusetzen, der Aufforderung zur Waffenruhe, Lieferung von Hilfsgütern in die Kampfgebiete und politische Reformen zur Lösung der Probleme des Landes beinhaltet. Die Freunde Syriens sind der Meinung, dass Bashar al-Assad diesen Plan dazu ausnutzt, um Zeit zu gewinnen und die Abrechnung mit demjenigen fortsetzen, die gegen sein Regime auftreten oder besser gesagt mit denen,
die ethnische Säuberung vollziehen, also den Christen mördern. Deshalb bestehen sie auf der Anwendung harter Sanktionen. In seinen Reden beim Treffen der Freunde Syriens fordert der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdoğan und der Chef der Arabischen Liga Nabil al-Arabi die Teilnehmer des Treffens auf, Druck auf die UNO auszuüben, damit sich die Organisation zu energischen Schritten entschließt. Im Moment bleiben Russland und China die stärksten Gegner eines harten Vorgehens gegen Syrien, die sich übrigens geweigert haben, an der Konferenz teilzunehmen. So kann man ein Land auch von innen kaputt machen. So meint man im russischen Außenministerium, dass Annans Friedensplan weitgehend mit unseren Initiativen übereinstimmt, aber nur der UN-Sicherheitsrat seine Umsetzung beurteilen kann, nicht etwa die Gruppe der sogenannten Freunde Syriens. Es sei hinzugefügt, dass sich die Arbeitsgruppe, die sich mit der Erarbeitung neuer Sanktionen gegen Syrien beschäftigt, innerhalb der kommenden 2 Wochen in Paris versammelt. Sie sollen die Sanktionen analysieren, die von den USA, von wem auch sonst, der Europäischen Union und der Arabischen Liga vorgeschlagen wurden, um sie dann zu einem gemeinsamen Projekt zu verbinden, das sowohl dem UN-Sicherheitsrat als auch allen Freunden Syriens vorgelegt wird, damit sie beginnen, die Sanktionen anzuwenden, vielleicht auch ohne Genehmigung des Sicherheitsrates. Freunde, nochmals. Freunde sehen eigentlich anders aus. Abzug der Atomwaffen. Die Bundesregierung rechnet offenbar mit dem Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland. Dies geht nach Angaben des Verteidigungsexperten der SPD, Hans-Peter Bartelt, aus Bundeswehrunterlagen über die neue Luftwaffenstruktur hervor. Anmerkung: Die Bundesregierung rechnet offenbar mit einem Abzug der amerikanischen Atomwaffen. Das heißt, sie weiß nichts darüber. Sie wird nicht unterrichtet, sondern zieht Rückschlüsse aus Bundeswehrunterlagen. Spiegel weiter: Demnächst wird die Luftwaffe im nächsten Jahrzehnt den Fliegerhort Büchel in Rheinland-Pfalz aufgeben. Wer ist denn die Luftwaffe? Noch einmal der Spiegeltext: Demnach wird die Luftwaffe im nächsten Jahrzehnt den Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz aufgeben, auf dem die Atomwaffen und Bomben derzeit lagern. Von den dort stationierten deutschen Tornado Kampfflugzeugen sollen die Bomben im Kriegsfall getragen werden. Also deutsche Tornados werfen amerikanische Atomwaffen. In welchem Auftrag? Haben wir nicht gelernt, dass Atombomben von Raketen aus Bunkern in USA und U-Booten, zum Beispiel von den Franzosen und Engländern, verschossen werden? Was lagern unsere Feinde so alles ein in Deutschland? Dazu der Spiegel Nummer 10, 12, Seite 17. Atomwaffen, begrenzte Souveränität. Die USA haben während des Kalten Krieges hinter dem Rücken der Bonner Regierung mit NATO-Verbündeten die Lagerung von Atomwaffen in der Bundesrepublik vereinbart. Das ist ja nicht neu, das wissen wir ja seit langem. Was geht aus einem bislang streng geheimen Vermerk des Auswärtigen Amtes von 1981 hervor? Die USA hatten demnach seit Ende der 50er Jahre mit allen Verbündeten die Streitkräfte in der Bundesrepublik unterhalten, Verträge über die Lagerung amerikanischer Atomwaffen im Bundesgebiet für den Bedarf dieser Verbündeten abgeschlossen, ohne unsere Zustimmung dafür einzuholen. Man darf nicht vergessen, wir sind immer noch besetztes Gebiet und die machen mit uns, was sie wollen. Historiker schätzen, dass in der Bundesrepublik zeitweise mehr als 5000 US-Nuklearwaffen lagerten, ein Teil davon für die dort stationierten Streitkräfte der Briten, der Holländer, Belgier und Kanadier. Mit welchem Recht nochmal? Anmerkung: Jetzt wissen wir, diese Atomwaffen werden von der Bundeswehr abgeworfen. Will ein Land nun verhindern, dass amerikanische, französische, belgische Atomwaffen auf sein Territorium abgeworfen wird? Muss es die BRD bombardieren? Die BRD hat bereits bewiesen, dass es ohne jegliche Not und Sinn wehrlose Zivilisten bombardiert, siehe Kunduz. Und obwohl der Bomberpilot 5-mal den Befehl verweigerte und auf einer Vorwarnung gemäß Artikel 26 der HLKO besteht, wird der Befehl entgegen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts 6-mal wiederholt und über 100 Zivilisten ohne Vorwarnung massakriert. Es erfolgte keine gerichtliche Aufarbeitung des Vorfalls. Damit wird gegen Artikel 23
der HLKO verstoßen und damit greift die Gesamthaftung sowohl zivil wie auch strafrechtlich. Moskau. Laut Viktor Ivanov, Direktor der russischen Föderalen Drogenbehörde FSKN, gelingt es Russland wegen der Politik des Doppelstandards der NATO-Länder nicht zu erreichen, dass der UNO-Sicherheitsrat die Drogenproduktion in Afghanistan als Bedrohung für die weltweite Sicherheit anerkennt. Russland und die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit haben sich schon vor einem Jahr an den UNO-Sicherheitsrat mit dem Vorschlag gewandt, die Drogenproduktion in Afghanistan aus völkerrechtlicher Sicht als Bedrohung für die weltweite Sicherheit zu qualifizieren. Aber aus einer Reihe von Gründen, darunter auch bürokratischen, wird diese Frage bisher verschwiegen, teilte der FSKN-Direktor bei einer TV-Brücke Moskau-Peking bei RIA Novosti mit. Seinen Worten nach liegt die Ursache in den Doppelstandards einiger Länder, die anscheinend bereit sind, die Verabschiedung einer diesbezüglichen Resolution zu blockieren. Es würde die Haltung der NATO-Länder betonen, die behaupten, dass die Vernichtung der Aussaaten von Opiummohn die afghanischen Bauern um ihren Verdienst bringen würde. Russland lehnt eine solche Haltung kategorisch ab, so Ivanov. Der FSKN-Aufgaben zufolge nehmen heute die Aussaaten von Opiummohn in Afghanistan 130.000 Hektar ein. Die 13 erscheint schon wieder. Gemäß Schätzung der Kommission für internationale Angelegenheiten im US-Kongress bekommen die Taliban jährlich 150 Millionen US-Dollar aus der Drogenproduktion. Insgesamt betragen diese Eingaben nach FSKN-Angaben 4 Milliarden US-Dollar. Pakistan. Drei Witwen und zwei Töchter des Anführers der internationalen Terrornetzwerkes der CIA Al-Qaida, Osama Bin Laden, der angeblich von einer US-Spezialeinheit im Mai des vorigen Jahres getötet worden ist, sind zu 45 Tagen Haft und einer Strafe von 10.000 Rupien, das sind 82 Euro, unter die Beschuldigung eines illegalen Aufenthalts in Afghanistan verurteilt worden, meldete am Montag AFP unter Hinweis auf Zakaria Ahmed Abd el-Fattah, Bruder eines der Witwen. Der Agentur zufolge werden die Familienangehörigen des ehemaligen Terroristen Nummer 1 nach der Strafverbüßung aus dem Land deportiert. Die Beschuldigung des illegalen Aufenthalts in Pakistan wurde Anfang März gegen drei Witwen Bin Ladens erhoben. Nach der Tötung des Terroristen Nummer 1 stellte sich heraus, dass er mit drei Ehefrauen, zwei stammten aus Saudi-Arabien, eine aus dem Jemen, und den Kindern zusammengelebt hatte, die sich in Pakistan ohne Visa aufhielten. Seit Mai 2011 standen die Witwen Bin Laden mit den Kindern unter Arrest. Im März drohten die pakistanischen Taliban den Behörden des Landes mit Terroranschlägen und Überfällen auf Vertreter der Regierung, wenn Islamabad die Witwen Bin Ladens nicht unverzüglich freilässt. Nun wissen wir aber, dass Bin Laden im Dezember 2001 schon gestorben ist. Und nun? Eine Sache noch in eigener Sache. Oder eine Kurzanwendung. Es ist einiges passiert in den letzten Tagen auf dem Blog. Eine Erklärung eben zu mir für die, die immer alles besser wissen. Ich bin in keiner Loge nie gewesen. In keiner. Das betone ich extra nochmal. Und der Blog ist nicht abhängig von irgendjemandem, wird auch von keinem erpresst. Ganz im Gegenteil. Es passiert in den nächsten Tagen noch einiges. Das war's mal wieder für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke fürs Zusehen. Euer Honigmann. Tschüss.